Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Und wir sind auf dem Weg. Moment, warum gehe ich jetzt? Ah, jetzt geht's wieder. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hühnerstall und sind jetzt auch schon praktisch da, um ja, den ersten Stall fertig zu bauen. Und ich habe ja auch schon in der letzten Folge angedeutet, das hier ist eigentlich nur ein Test gewesen, um zu gucken, ob denn das größte Element. Der größte Hühnerstall denn hier auch passen könnte. Ihr seht es, das war der Fall. Und entsprechend kann ich dann jetzt auch anfangen zu bauen. Und bin gespannt, wie viel Holz wir brauchen. So, das können wir erstmal hier auf Seite legen. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Okay, ja, knapp nicht gepasst. Knapp nicht gepasst. Um ein Brett. Um ein Brett. Um ein Brett. Naja, was soll's. Was soll's? Okay, gut. Eigentlich ist es ja auch mehr, denn was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, die Tröge mit einzubeziehen oder mit einzuplanen. Die Tröge kommen. Wo kommen die Tröge hin? Gute Frage. Futtertrog. Ich würde sie ungern direkt an Zaun machen, weil dann büchsen sie einfach gerne aus. Und das ist dann so ein bisschen Räuberleiterprinzip, einmal auf den Trog und zack sind sie über den Zaun. Ja. Hier hinstellen würde ich es dann auch nicht. Dann wollen die Hühner wieder rüber zu den Hähnen oder die Hähne rüber zu den Hühnern. Ihr kennt das, das ist so ein bisschen das Jugendherbergenprinzip. Von daher stellen wir es doch einmal so in die Mitte. Ja. Ja, obwohl es fällt ja nicht auf, wenn es schief ist, ne? Also es fällt ja praktisch nicht auf. Genau, das kann man dann auch hier vorne weiterführen. Wassertrog. So. Ja, ich denke, das passt. Und dann müssen wir einfach hinter dem. Naja. Ich würde das mal gerne probieren. Also meine Gedanken einmal auszuführen, denn das kann man ja schon ganz gut sehen. Wenn ich mir jetzt hier beispielsweise so einen Getreidespeicher hinstelle, so pratsche ich davor. So. Und den Radius einschalte, geht das dann auch? Das geht rein. Das geht rein. Dann könnte ich vielleicht sogar einen Getreidespeicher für Hühner und Schweine machen und einen Getreidespeicher für Pferde und Kühe. Oder beziehungsweise für Kühe und Ziegen. Wenn Ziegen denn Getreide fressen oder einfach nur auf Gras sind, das weiß ich nicht. Das müssen wir dann sehen. Da bin ich überfragt. Aber auf jeden Fall könnte ich mir das so vorstellen. Das sieht irgendwie schäbig aus, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich mit dem LKW hier durchpasse. Ich glaube nicht, dass ich mit dem LKW hier durchpasse. Nonplusultra wäre natürlich ein rein, zwei rüber, ein wieder raus. Und dann das so einbuchten. Herkommen. Was soll's? Was soll der Geiz? So, ein Brett ist hier noch zu viel. Ne, Quatsch, das haben wir ja eben in das Tor verbaut. Aber das interessiert mich jetzt tatsächlich, ob das ein gangbarer Weg wäre. Weil das fände ich dann noch eigentlich, glaube ich, ganz, also zumindest in meinem Kopf sieht es noch ganz gut aus. Na, nochmal.
Das wäre dann so. So, genau. Okay, lasse ich jetzt erstmal gerade so. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Dann seht ihr auch noch weiterhin, was passiert. Ach so. Jetzt darf ich aufstehen. Kurzer Blick in den Trog. Ich dachte es mir bereits. Ist das eine Bailliage? Ist das eine Bailliage? Also es wird auf jeden Fall ziemlich wichtig sein, dass wir das jetzt hier fertigstellen. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also ich glaube, das funktioniert. So, wenn wir jetzt hier den Speicher reinstellen. So, dann haben die Hühner zwar ein bisschen weniger Platz, aber sind wir mal ehrlich, die haben eh schon, glaube ich, ganz gut Platz hier. Dafür, dass es hoffentlich auch nicht so viele werden. Und jetzt müsste ich nur noch gucken, ob... Ja, ach locker, locker. Ja, finde ich gut so, finde ich gut so. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine, acht, neun Planken. Und den würde ich eigentlich ganz gerne erstmal ausschalten. Den lasse ich auch schon so stehen. Der wird gebaut. Zwar nicht jetzt, aber er wird gebaut. Und wo ist das Auto? Das Auto ist natürlich drinnen, ganz klar. Und hier fängt es gleich wieder an zu regnen. Hier haben wir ja auch schon vier. So. So, ich glaube, das hier kann ich jetzt erstmal so wegnehmen, denn hier wird, glaube ich, ziemlich viel gebaut werden. Also das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Gucken wir mal, wie viel Holz davon übrig bleibt. Zwei, drei. Also nichts verschwunden. Das ist gut. Nichts weggebackt. So. Fühlt sich irgendwie schon wieder so an, als würde hier ein Sturm aufkommen.
Ups. Okay. Also ich hole jetzt hier auch einfach mal ein bisschen mehr Holz, weil wir ja noch die Tröge fertig machen müssen. Und das, was übrig bleibt, das geht dann einfach auch schon mal in den nächsten Stall. Und beziehungsweise wir müssen ja auch noch einen etwas größeren Hühnerstall selbst bauen. Da geht dann auch schon mal ein bisschen Holz drauf. Da werde ich aber vor allem, glaube ich, noch Metall verkaufen müssen. Okay. So. Also ab einer gewissen Höhe wird es halt einfach auch ziemlich nervig, die Dinger zu stapeln. Und am liebsten schon mit dem LKW irgendwie losziehen. Aber bis wir den bekommen, das dauert noch ein paar Schweinefuhren. Okay, also das sieht doch schon mal nach einer guten Menge Holz aus, die natürlich jetzt auch noch gesägt werden will. Und dann. Ja, so. Okay, also ich würde sagen, ich säge das jetzt einfach mal durch und melde mich wieder, wenn ich das alles fertig gesägt habe. Ich werde nichts anderes währenddessen machen, sondern ich werde einfach nur stupide diesen Stapel durchsägen. Müsst ihr, glaube ich, nicht dabei sein. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und habe ja, ein bisschen Holz gefarmt, ihr habt es gesehen. Und da werde jetzt einmal den Rest hier in die Tröge packen. Dann mal gucken, was übrig bleibt. Wenn denn was übrig bleibt. Ja, nicht besonders viel, ne? Ja, schade eigentlich. Egal, dann ist es halt so. Dann müssen wir halt den anderen Stall wirklich mal wann anders fertig bauen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Und ja, ein bisschen was ist ja schon mal drin. Und Hauptsache ist, dass der Stall jetzt schon mal steht. Und was wir vielleicht noch machen wollen, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist einen Hühnerstall hier reinsetzen. Und da hatte ich mir vielleicht überlegt, nee, nicht den Premium. Ja, ich glaube, ich war eher beim großen Hühnerstall gelandet. 50 Holzplanken sind das allerdings wieder, die da anfallen. Und genau, das könnte man vielleicht so setzen. Oder aber man stellt es hier vorne irgendwo hin, an die Seite. Das könnte ich dann auch entsprechend mal so machen. So. Weil dann könnte man nämlich den anderen Hühnerstall, den neuen ganz Premium großen Hühnerstall direkt hier vorne dann dran setzen und könnte beide sozusagen parallel aufstellen und dann später den hier irgendwann abreißen. Das wäre so die Idee dahinter. Und das sieht ja auch eigentlich ganz gut aus auf den ersten Blick. Da brauchen wir jetzt halt nur wieder 50 Holzplanken für. Ich würde aber sagen, das können wir später im laufenden Betrieb machen. Ich würde erstmal dafür sorgen, dass der Stall voll versorgt ist, nämlich mit Futter und Wasser. Da müssen wir jetzt nochmal. Ah, nein.
Ich habe natürlich mal wieder vergessen zu tanken und ich habe eben die Tischsäge aufgetankt. Das heißt, ich habe, wenn überhaupt, nur noch ganz wenig Benzin. Ah, es könnte lang. Es könnte lang. Dann würde ich doch sagen, vergess mal das. Vergessen wir das erstmal. Mit der Ausstattung des Hühnerstalls und halb voll. Lass uns erstmal, vielleicht sogar erstmal einen Kanister kaufen, einen zweiten. Und dann auftanken. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Also ich glaube, Futter haben wir jetzt fürs Erste genug. Fürs Erste genug. Dann, ja, würde ich vielleicht, was haben wir denn? 370, puh, das ist gar nicht so viel, ne? Und hier habe ich auch gar kein Dings. Hier habe ich auch, kann ich auch gar keinen Tank kaufen. Ein Eimer könnte ich. Na ja, komm, nehmen wir so einen Stahleimer. Ja, komm, einer reicht jetzt erstmal. Einer reicht. Dann müssen wir tatsächlich leider jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp am Baumarkt einlegen. So, wahrscheinlich hätte ich auch hier den Eimer bekommen. Das heißt, die Fahrt hätte ich mir wahrscheinlich einmal sparen können. Ja, so sieht's aus. Okay, gut. Sei es drum. Dann einmal bitte den Kanister. Ja, komm, nimm zwei. Und dann können wir die gleich alle mal voll machen. So, in der Hoffnung, dass ich sie gleich gut betanken kann in der Position. Und dann machen wir jetzt mal alles voll. Und dann werde ich wahrscheinlich eh wieder pleite sein, so mehr oder weniger. Mal nur hoffen, dass dann die Schweine sich mal so langsam entwickeln, dass wir eben gut durchkommen mit dem Futter, was wir noch haben. Ansonsten werde ich wahrscheinlich noch mal auf die Jagd gehen müssen. Das dürfte passen.
werde jetzt auf der Rückfahrt nochmal beim Restaurant vorbeifahren. Einfach aus höchsten Dollerei, um zu gucken, ob da Eier auf der Tageskarte stehen. Denn wenn ja, dann könnt ihr davon ausgehen, stehe ich da auf der Matte mit einem vollen Korb. Denn das würde mir gerade auf jeden Fall ordentlich weiterhelfen. Und falls nicht, komme ich morgen wieder. So, ich könnte wahrscheinlich nochmal nach den Bienen gucken, ne? Und wahrscheinlich grundsätzlich nach allen Tieren hier. Denn hier sieht man es schon, trinken leer, essen leer. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Aber es sieht alles noch sehr lebendig aus. So, trinken, da habe ich den Eimer geholt. Der andere Eimer steht bei den Schweinen. Auch ein Grund, warum es mir wichtig wäre, die anderen, also zumindest den Hahn und die anderen Hennen noch relativ zeitnah umzusiedeln. Ach was, jetzt bist du leer. Okay, gut. Okay, verstehe. So, was brauchen wir denn jetzt hier noch? Wasser steht. Wasser steht. Okay, Tröge stehen. Okay, ich muss jetzt natürlich die Tröge füllen. Logischerweise. So, aber nicht mit Benzin. Nee, ich glaube, das war die leere, ne? Das war die leere. Und hier haben wir dann die volle. Ja, ich glaube, das sieht alles noch ganz okay aus. Gerade mal geguckt, ob es da vielleicht jetzt jemanden erwischt hat. Bei den Schweinen müsste ich auch noch mal gucken. Die sind jetzt auf jeden Fall, glaube ich, noch gewachsen. So, dann einmal so. Hätte ich auch noch umstellen können. Aber ja, ich habe es jetzt gebaut. Also hier könnte vielleicht ein bisschen eng werden, dass sie darüber steigen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich denke mal, wenn wir den ersten Schwung Ferkel haben, werde ich noch abwarten, bis die Sau wieder trächtig ist. Tragend, wie auch immer.
Und dann geht's dem Eber an den Kragen. Und ich glaube, dann können wir auch ein bisschen warten. So, okay. Der Eimer geht dann mal wieder zurück. So. Der hingegen kann zum ja, Leergut sozusagen. Und dann könnte ich mir noch mal genau das mal hier hinstellen. Das geht da wieder rein zu machen und schmeiß an das Ding. Sind so viele Eier. Okay, ja, ich würde jetzt trotzdem die ersten Hühner schon mal rüberbringen. Ja, oder ich würde jetzt einfach den. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen das anders. Wir machen das so, wie ich es beim letzten Mal oder wie ich es im Dings gemacht habe, in meinem privaten Let's Play. Meinem privaten Spielstand. Da habe ich es nämlich wie folgt gemacht. Ich habe erstmal alle Hennen. Ja, eigentlich könnten wir es so machen. Eigentlich könnten wir es doch so machen. Alle Hennen einmal raus. Hören sogar aufs Wort. Alle Hennen einmal raus. Da ist ein Ei kaputt gegangen. Das ist, du bist ein Hahn, oder? Ja, du bist der Hahn. Du, dich brauche ich nicht. So. So, Eier kommen gleich wieder. So. Okay, lass was erstmal so. So, da muss ich jetzt mal aufpassen, dass ich hier nichts kaputt trete. Du gehst auf jeden Fall noch mit. Und du gehst mit. Aber noch, ich glaube, das sind jetzt nur noch Hahn und Küken, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das reicht auch erstmal. Gut, die Küken könnte ich auf jeden Fall noch rüberbringen. Das ist jetzt nicht das Thema. Hätte ich auch schon mal welche rübernehmen können jetzt. Aber gut, was soll's. Was soll's. Ich kann mir vorstellen, die liegen jetzt alle auf der Stelle, weil das die. Weil denen die Eier fehlen, ne? Könnte ich mir vorstellen. So, dann jetzt mit Korb rein.
das reinste Chaos hier. Hier ist, glaube ich, jetzt sonst nichts. Ich glaube, ein Küken liegt da tatsächlich. Ja, eins hat es erwischt. So, ihr habt aber alles noch. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Hier ist noch ein Ei. So, noch ein Ei. Und jetzt ist gerade das Futter leer gegangen. Das muss ich jetzt auch noch mal gucken. Ich glaube, alles gut fürs Erste. So, Eier werden gleich gecheckt. Erstmal das Futter ist wichtig. 23 Eier. Oh. So, ihr dürft mal bitte wieder weitermachen. Dann geht's hier weiter. 23 Eier. Das wird auf jeden Fall. Das wird eine Nummer. Nicht so gut aus. Ja, da ist ein befruchtetes. Ein befruchtetes haben wir hier. Ja, sieht gut aus. Sieht auch alles nicht befruchtet aus, ne? Ja, vielleicht kann sich der Hahn nicht entscheiden, je mehr Hennen im Stall sind. Das kann natürlich sein. Wer weiß es schon. Doch hier einzig. Eins ist dabei. Nee, der Rest ist gut. Der Rest ist verkaufbar. Wird eine schöne Summe, glaube ich. Wenn wir das irgendwie noch so im Angebot finden könnten, wäre das schon ein extrem gutes Einkommen. So.
Ja, dann holen wir jetzt die Küken rüber. So viele sind es ja auch eigentlich gar nicht, ne? So. Nein, das funktioniert nicht. So, dich nehme ich mit. Vielen Dank. Dich nehme ich auch mit. So, oder habe ich auch eins vergessen? Nee, sieht gut aus. Dann muss ich jetzt natürlich aufpassen, dass da kein Hahn bei ist. Denn sonst ja, wird das ein Problem. Okay. Wie sieht es hier aus? 17 von 21, das ist alles okay. Die Eierkorb nehme ich mit. 12:30 Uhr wird wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu regnen, so dunkel wie das hier wieder ist. Was haben wir denn hier? Also hier sind es 30. Und hier dürfen es auch eine ganze Menge werden. Okay. Gut, okay. Dann würde ich sagen, bringen wir die doch erstmal weg. Ich glaube, jetzt ist es mir auch einigermaßen egal, ob sie im Angebot sind oder nicht. Es dürfte eine gute Summe werden, gerade jetzt, wo wir dann doch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen. Ganz so dramatisch ist die Lage nicht. 173 Kröten, vielleicht doch, gerade wenn man jetzt Futter braucht. Könnte das schon ganz gute Summe sein, die man da braucht. So, wäre auf jeden Fall brauchbar. Er ist recht so ein Multiplikator. Natürlich nicht. Natürlich nicht. 252. Wir nehmen es trotzdem. So ein bisschen Bonus oder ein bisschen Puffer habe ich jetzt wieder für Futter und Ressen. Und genau, ich. Werde jetzt erstmal gucken, nochmal nach den Schweinen. Was haben wir denn hier? 8 von 10 Metallplatten haben wir noch. Ist ja schon mal gut zu wissen. Wie viel brauchen wir jetzt hierfür? Noch mal wieder in die Third-Person-View wechseln. 25. 25 brauchen wir. Okay. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Müssen wir beim nächsten Mal dann gucken, dass wir das organisiert kriegen. Ich werde jetzt erstmal hier schauen, was der Trog sagt. Könnte man noch so ein bisschen. Trog sagt 8 von 21, hier 17,2 von 21. Also, sie dürften ein bisschen mehr trinken und dafür ein bisschen weniger fressen. Denn das wäre eine gute Sache. Ja.
Also ihr seid jetzt auf jeden Fall schon groß. Die Einblendung funktioniert mal wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Also zumindest wenn ich auf das Tier, Tier tippe oder klicke, dann würde ich erwarten, dass da auch eine fixe Einblendung kommt. Keine Ahnung, ich kann auch mit F irgendwie drauf tippen und dann kommt da diese Einblendung, diese Statuseinblendung. Einfach um zu sehen, ob da alles in Ordnung ist. Und vielleicht könnte ich mir dann auch noch einen Ladebalken vorstellen, der dann anzeigt, wie weit die Trächtigkeit ist. Einfach um zu sehen, wie lange brauche ich noch, wie ist der Status. Das wäre, fände ich auf jeden Fall nice to have. So, okay, dann würde ich sagen, ist die Folge diesmal ein bisschen kürzer, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was ich so Produktives machen soll. Ich würde jetzt noch ein bisschen Holz farmen und sobald ich das getan habe, melde ich mich dann in der neuen Folge wieder und dann geht es auch weiter mit dem Hühnerstall und ja, mal gucken, was wir da noch machen können. Bisschen auf die Jagd gehen, ein bisschen Geld farmen und dann können wir auch, glaube ich, ein bisschen unsere Ranch nochmal ausbauen. Also, fürs Erste bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich auch sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit auf YouTube. Macht's gut. Ciao, ciao.